Wenn mir das jemand gesagt hätte, dass es mal so weit kommt, dass ich mich fast nach Donald Trump zurücksehne. Was jetzt in Afghanistan passiert, das ist eine Bankrotterklärung, ein Vollkrach des Westens und des Anspruches, den der Westen hat. Und was der Biden macht, das ist einfach nur eine Katastrophe, das ist Irrsinn, das ist Wahnsinn. Er sagt noch vor kurzem, ja, das ist ja nicht so, wenn wir da rausgehen, dass die Taliban dann sofort kommen. Es ist ein zweites Saigon, Vietnam, als damals die Amerikaner den Roten Khmer alles abgaben und sich gerade noch flüchten konnten. Es ist eine völlige Kapitulationserklärung. Man kann nun lange und trefflich streiten, ob dieser ganze Afghanistan-Einsatz sinnvoll war, ob man das nicht besser hätte bleiben lassen sollen. Völlig einverstanden, dass man da viel Pro und Contra hat. Aber so dann völlig die Situation falsch einzuschätzen, dann diese Gespräche scheitern zu lassen, ohne jegliche Bedingungen, die man ja hätte machen können, den Taliban das zu übergeben, das ist einfach, das nennt man auf Russisch Loch, hat nichts mit dem Loch zu tun, was man in Deutschland ja oft als Schimpfwort verbreitet. Loch ist dort ein Begriff, wörtlich übersetzt, das ist Personen, die sich von Betrügern über den Tisch ziehen lassen. Und es ist dieses personifizierte Gutmenschentum, naja, die wollen doch alle auch nur das Gute. Und ich bin wirklich fassungslos. Ich hatte vor einigen Wochen ein Interview mit dem früheren russischen Vizeregierungschef Koch, ist hier anzuschauen. Ich verlinke es auch jetzt hier, müsste jetzt oben erscheinen. Und da beschreibt er genau diese Szene im Umgang mit Putin. Ich weiß, viele hier mögen Putin. Ich mag ihn nicht, ich kenne ihn persönlich. Ich war sogar schon auf seiner Datscha. Ich halte das für eine Mischung aus KGB und Mafia. Aber kann man unterschiedlicher Meinung sein? Völlig klar. Es ist nur nicht die Alternative. Es ist eine Firma hier, wie Frau Merkel und er. Die haben die gleiche Sozialisierung, nur ist er kein Ideologe. Merkel ist Ideologin, aber darauf will ich gar nicht eingehen. Und dieser Koch, Russlanddeutscher, früher Vizeregierungschef von Russland, der beschreibt eben, wie die Amerikaner ständig, wenn Moskau irgendwo Verträge verletzt oder irgendetwas macht, dann akzeptiert man es ständig, sagt eieiei und es kommen nie irgendwelche Konsequenzen. Und die Schlussfolgerung daraus ist eigentlich, dass Moskau ja fast schon dumm wäre, wenn es sich dann sozusagen beeindrucken lassen würde. Und er brachte als Beispiel jemanden aus seiner Schule, den Schulschläger, der ständig sich schrecklich aufführte, der dann ins Lehrerzimmer immer gerufen wurde und danach waren die Lehrer stolz, dem haben wir es jetzt gezeigt. Und er kam dann raus und die anderen haben ihn gefragt, na, was wollten die Lehrer von dir? Und dann hat er gesagt, die können mich mal am bestimmten Ort lecken und die Lehrer dachten, hoho, wir haben den jetzt erzogen. Und das ist in vielen diese Außenpolitik, die wir heute im Westen haben. Es ist eine Bankrotterklärung, was wir hier erlebt haben und es spricht, ja, ich würde das böse Wort Dekadenz hier fast nutzen wollen, weil man offenbar hier nicht mehr in der Lage ist, das Ganze realistisch einzuschätzen, auch in Deutschland, da ist der Heiko Maas noch beim Fahrradtour für den Wahlkampf und Friede, Freude, Eierkuchen. Man schickt die Flugzeuge gar nicht sofort hin. Ich glaube, wir haben immer noch diese, ja, es ist Wohlstandsverwahrlosung, ist es eigentlich, und Dekadenz. Und auch heute auf der Bundespressekonferenz habe ich zum Beispiel gefragt, ja, wird denn jetzt schon was vorbereitet mit Flüchtlingen oder weiß man doch, man weiß gar nichts und ja, wahrscheinlich werden Flüchtlinge kommen, keine Zahlen. Es macht mir Angst, es macht mir wirklich Angst, weil, wie gesagt, also es ist wie auf dem Hochseeschiff und wenn dann die auf der Kommandobrücke sagen, Eiswarnungen, Eiswarnungen, ja, wahrscheinlich kommt ein Eis, ja, wahrscheinlich kommt ein Eis, aber jetzt noch ein Champagner. Und jetzt nochmal weiter und konkret gendern, ganz, ganz wichtig. Eiswarnung, ah ja, schauen wir später an. Ja, da hat jemand nicht gegendert. Ja, ganz schlimm, wieso hat der nicht gegendert? Jetzt hört mal auf mit euren Eiswarnungen. Gegendert, ganz schlimm, da muss ich aber gleich mal runter, da müssen wir gleich mal uns ranstellen. Und was, die haben immer noch keine Unisex-Toiletten auf dem Mitteldeck. Sofort runter, hört auf mit diesen Eiswarnungen. Ja, sorry, aber weniger drastisch kann ich es nicht drüber bringen. Schauen Sie sich mein Video von der BPK heute an. Ich stehe hier noch fast davor, das ist der Bundestag hier, Bundestagsgebäude. Die BPK ist hier drüben, aber wenn ich jetzt rüber schwenke,
Dann geht meine Kamerakonstruktion kaputt, dann machen wir es einfach, die nehmen wir kurz runter. Das war's für den Nachmittag. Etwas später heute mein BPK-Video und auch das die BPK in ganzer Länge auf dem Kanal reitschuster-leerzeichen.de. Alles Gute, danke, ciao. Und natürlich habe ich doch noch was vergessen, sonst würde ich ja auch schon bald glauben, dass ich Alzheimer habe, wenn ich nichts vergessen hätte. Und zwar in dieser ganzen Diskussion, die wir jetzt haben, da gibt es jetzt von links ganz schwere Vorwürfe an die CDU, an die FDP, die seien an allem mit Schuld. Und dabei wird völlig vergessen, wovor die Leute dort weglaufen, wer dort der eigentliche Übeltäter ist, dass das die Taliban sind, die radikalen fundamentalistischen Moslems. Und das findet eigentlich kaum statt in der Debatte hier. Das finde ich bezeichnend, dass wir die nicht benennen. Und als ich das erste Video aufgezeichnet habe, das Sie gerade gesehen haben, habe ich noch nicht diese Bilder gesehen, wo die Menschen an den Flugzeugen sich festklammern und dann auf den Boden fallen. Es ist gruselig. Man möchte eigentlich nur weinen. Ja, es sind die Momente, in denen man an der Welt verzweifelt. Und wo man sich dann auch sagt, wie verhältnismäßig doch klein unsere Probleme sind. Trotzdem nicht unterkriegen lassen. Alles Gute nochmal. Danke. Ciao. Wir sehen uns so. Reitschuster.de. Backstage, nein, diesmal nicht, weil ich es mit der Hand halte. Im BPK-Video heute Abend ist das Backstage dabei. Mit Witz versprochen. Alles Gute. Danke. Ciao.